So, hallo, wir machen weiter bei unserem Ways Super Mario 64. Ich möchte gerne als nächstes den grünen Schalter aktivieren, damit wir die alle haben und mit gutem Gewissen in jedes Level reingehen können, damit wir dann auch jedes Level beenden können. Das wäre ganz toll. So, dann gehen wir da mal hin. Kurz hier ein bisschen umsetzen, nicht? Das ist gerade irgendwie komisch. So, und rein. Wunderbar. Leider kann man die zwei Sterne hier ja nicht verbinden. Also den Schalter und den Stern, so rum wollte ich das sagen. Aber was soll's. Schaffe ich das hier rüber? Und dann... Uah. Und dann hier rüber. Und dann drauf. Ja, okay. Man weiß ja nie. So. Und wir gehen nach unten. Nein, nein, nein. Ach. Ich wollte noch so schön runterrutschen hier. Yay. So. Ich hoffe, ich klinge nicht total verschlafen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wo ist denn unser Lapras? Ich weiß, dass es kein Lapras ist. Ich nenne es aber Lapras. Nein, es ist Nessie. Wir wollen hier mal nicht den Namen total verhunzen. So, hoch. Und jetzt fährt Nessie in die Richtung. Ja, fahren. Nessie fährt, weil Nessie hat ganz viele Räder und... Na! Nessie fährt in die Richtung, in die wir gucken. Und wenn wir das nicht gescheit machen, dann macht Nessie das auch nicht gescheit. So. Und hier geht's zum grünen Schalter. Wunderbar. Was wollen wir mehr? Nicht in den Sog kommen, der jetzt hier gleich auf uns wartet. Sonst sind wir wieder draußen vor dem Schloss. Das wollen wir nicht. So, wir wollen natürlich auch gleich die roten Münzen hier einsammeln. Logischerweise. Alles andere wäre blöd. Das zum Beispiel war blöd. So. Und so. Hier bietet es sich dann an, den Schalter erst zu drücken und dann die Rotmünzen einzusammeln, weil die eh im Wasser sind und das nur mit der Kappe geht. Auch schön. Wir haben ihn runtergezogen. Auch toll. Und hops. Na. Und hops. Und hops. Und jetzt im Wasser. Schnell. Schneller. Am schnellsten. Zack. Hier ist dann der Stern. Und das war's. Das sollte doch noch reichen. Von der Mütze her. Jawohl. Wunderbar. So soll das sein. Genauso. Und nicht anders. Ich würde sagen, dann machen wir gleich hier weiter und holen uns die Sterne im Untergrund. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal genau denselben Weg wie gerade eben, weil es so viel Spaß gemacht hat. Yay. Und hopp. Und hopp. Uah. So. Du kannst mich mal. Du kannst mich eigentlich auch mal. Naja. Nutzen wir die Lücke, die uns hier gegeben ist. Au. Voll auf dem Schädel. Das hat wehgetan. Das war schlecht. So, jetzt probieren wir das von vorhin nochmal, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich nicht hier stoßen, sondern ja, so wollte ich das haben. Niu. Alles klar. Und wir holen uns Nessie. Wo bist du? Bist du wieder in der Ecke da hinten? Nessie? Tatsache, die ist wieder an genau derselben Stelle. Spawnt die da einfach hoch? Das war blöde.
Na komm. Ups. Na. Mach doch die Stampfattacke. Danke. So. Hinauf. Wir gucken in diese Richtung. Und jetzt sollten wir auch mit einem beherzten Weitsprung da locker drauf kommen. Wunderbar. Na. So. So und nicht anders. Soll das sein. Und wir machen direkt weiter. Was kommt denn als nächstes? Ich habe die Reihenfolge nicht mehr im Kopf. Ach, die 8 roten Münzen, die waren nervig, wenn ich mich richtig erinnere. Die waren in diesem großen Raum, der groß ist. Ups. So war das natürlich nicht gedacht. Ach Mann. So war das natürlich nicht gedacht. So. Wir holen uns nochmal die 8 roten Münzen. Yay. Jetzt gehe ich eigentlich auch bei den Münzen entlang. Die will ich doch eigentlich gar nicht haben. Und wir gehen hier durch. Nein. Okay, okay. Jetzt machen wir das mit Ruhe. Ich wollte schön in der Mitte durch, aber... mein Skill war nicht genug. Weil da nämlich gar kein Skill ist. So. Nur aber los hier. Wunderbar. Schön langsam und ruhig. Und diesmal warte ich, bis das Feuerchen hier weg ist. Danke. Au. So, jetzt aber. Hops. Und hops. Gut, wo ging das jetzt los mit den roten Münzen? Die sind hier alle oben drauf irgendwie irgendwo gewesen. Und man muss mit dieser Plattform da immer irgendwie irgendwo hin und dann mit so einer anderen Plattform eine Runde fahren und dann hat man sie alle. Naja. Fangen wir los. Geh kaputt! Geh kaputt! Ups! Nein! Geh kaputt! Geh da, rüber! Nein! Nein! Rüber! So, wunderbar! Damit haben wir die ersten 4. Wo ist jetzt diese Plattform, mit der ich fahren will, muss, sollte? Ja, ja. Schön stoße ich mich überall an. Ach, da drüben, ne? Ja, richtig. Da sieht man schon diese kleinen Kügelchen. Die da. Und die Plattform sieht man auch schon. So soll das sein. Und wir sind drüben. Wunderbar. Dup, 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 dup. Bisschen drehen zur Seite und springen. Den Block machen wir am besten nicht kaputt. Holen wir uns die da drüben zuerst? Nein, die holen wir uns auf dem Rückweg. Ich muss ja eh den ganzen Weg fahren, von dem her ist das ja egal. Kaboom. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das schneller machen könnte. Höchstens eben, dass man das da vorne mit einem Weitsprung zuerst holt, weil jetzt muss ich hier warten. Aber ich bin ja fast dort, also. Mein Gott. Besser so, als wenn ich jetzt hier plötzlich runterfalle. Geh weg. Oh mein Gott, geh bloß weg, du blödes Viech. Geh weg. Boah. Fledermaus hier. Sind noch nicht weit. Twilight. So, und der Stern ist unten. Nicht irgendwo kompliziert, sondern einfach unten. Wo genau, werde ich gleich sehen, wenn ich es irgendwo leuchten sehe. Da. Zack. Haben wir das auch. So, 2 Sterne, denke ich, können wir noch machen von der Aufnahmezeit her. Das passt.
So, jawohl. Wir haben nur die 8 roten Münzen gesammelt. Sonst nichts. Keine andere Münze. 16 Münzen insgesamt. Lauf auf dem Grund des Sees. Ach ja, genau. Da brauchen wir unsere Kappe. Unsere Metallkappe. Sonst kann man auf dem Grund des Sees nämlich auch nicht laufen. So. Und so. Ich sehe es kommen. Irgendwann funktioniert es nicht. Irgendwann haue ich mich da runter. Weiß ich genau. So, wunderbar. Haben wir das auch? War die Kappe jetzt hier in dem Raum? Nö. Die war dann da unten irgendwo. Ach, Mensch. Stoß dich halt nicht. Ach, hier war die. Huch. Na, da war ich etwas zu voreilig. Also los, wir laufen auf dem Grund des Sees. Dafür müssen wir aber erstmal in den See hineinkommen. So nicht. Und jetzt laufen wir auf dem Grund des Sees. Yay. Und am besten laufen wir den vorgeschriebenen Weg entlang. Yay. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir diesen Schalter hier nicht drücken können. Yay. Hopp. Stopp. Langsam. Und nochmal. Hopp. So. Sind wir doch einfach mal auf dem Grund des Sees gelaufen. Wie wir das sollten. Was wollen wir denn mehr? Und direkt weiter. Yay. Zack. Das Nebellabyrinth durchsuchen wir jetzt als nächstes. Das ist eine... Ja, wie soll ich... Ach, ich bin aber auch blöd. Ich hätte ja die ganze Zeit hier am Anfang direkt das Feuer anziehen können. Dann könnte ich hier durch das Feuer ohne Probleme durchspringen. Ach, das Feuer kann ich nicht anziehen. Die Kappe kann ich anziehen. Die grüne meine ich. Dann hätte ich da durchspringen können. Mein Gott, bin ich blöd. Naja. Ist mir jetzt auch wieder mal zu spät eingefallen. Aber egal. So, war das hier das Nebellabyrinth? Glaube nicht. Nö, da komme ich... Doch, genau hier war das. Wunderbar. Kurz mal angucken, was wollen wir da jetzt überhaupt da drin? Es gibt ja 2 Sterne im Nebellabyrinth grundsätzlich. In dem Gelben sollte man sich nicht allzu lange aufhalten. Warum gehe ich eigentlich nicht dahin und hole mir die grüne Kappe? Hm. Dann habe ich damit nämlich kein Problem mehr. Hier gibt es einen blauen Schalter für die roten Münzen, das müssen wir uns merken. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Stern ist, zu dem wir wollen, aber es ist jetzt erstmal egal. Es ist auf jeden Fall einer von den Sternen, zu dem wir wollen. Welcher auch immer, werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich der falsche. Obwohl, nein, ich glaube, das war schon der richtige. Das andere heißt doch irgendwie, finde die verschlossene Tür im Nebellabyrinth oder ich weiß nicht mehr genau. Da muss man jedenfalls irgendwas drücken die ganze Zeit. Da. Das, oh nein, das ist der Quatsch hier. Oder komme ich da mit einem Sprung rüber? Risiko? Machen wir Risiko? Einmal? Riskieren wir es? Nö. Nee. Ich mach das ruhig. Schön ruhig rüber. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist aber auch ein blöder Weg zum Hangeln. Ich bin da ganz oft runtergefallen, das weiß ich noch. Und ich werde auch sicher jetzt wieder runterfallen, so wie ich mich kenne. Aber ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Komm schon. Nicht versauen jetzt. Und der Schatten ist hier. Jawohl. Puh, perfekt. Hilfe, da war die Stimme weg. Ich klinge wirklich noch so ein bisschen heißer vom Aufstehen her. Das ist irgendwie doof. Nein, ich rauche nicht. Es klingt gerade irgendwie so. Ich weiß auch nicht warum. So. Machen wir hier schnell noch weiter. Holen wir uns die 2 letzten Sterne und die 100 Münzen machen wir dann im nächsten Part. Ach, guck. Oh, doch wieder der falsche. Nein, jetzt... Hab ich sie doch vergessen. So. Durchsuchen wir das Nebellabyrinth. Warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Das ist doch blöd, dass ich da nicht dran gedacht habe. Da habe ich schon die Kappe mir geholt und benutze sie nicht. Jetzt kann ich da doch einfach problemlos durchspringen. Manno. So. Dann durchsuchen wir das Nebellabyrinth. Was wir zwar gerade eben schon gemacht haben, aber... Naja. Das war nicht genug. Zack.
Da musste man irgendeinen Schalter drücken. Ich weiß das noch, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das jetzt war. Hier nicht. War hier oben eine Tür? Oder ist das jetzt diese... Ah, da oben ist auch eine Tür. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Aber ist das jetzt nicht dieselbe... Ne, das ist nicht dieselbe Tür. Ne, das ist nicht dieselbe Tür. Das ist... Ah, wunderbar. Haben wir es doch schon. Muss ja gar keinen Schalter drücken. Was mache ich? Was labere ich für einen Stuss? Naja. Jetzt haben wir das Nebellabyrinth jedenfalls durchsucht und holen uns einen Stern. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Wandsprung an einer Stelle, wo wir schon 1000 Mal vorbeigelaufen sind. Und dann haben wir es. Könnte ich fast die 100 Münzen auch noch auf dem Video, in dem Video hier... mal gucken. Mal gucken. So, wir achten jetzt erstmal auf rollende Felsen. Zoom. 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 Das war knapp. Husi. So, jetzt haben wir auf rollende Felsen geachtet, aber noch nicht den Stern bekommen. Dafür gehen wir erst hier hoch und holen uns den Stern. So. Ah, komm, 4 Minuten. Könnten wir eigentlich noch... Ich meine, dann sind es 20 Minuten. Das ist ordentliche Länge. Dann machen wir das doch noch schnell. Hops. Das sollte doch drin sein. Ich hoffe mal von meiner Festplatte her auch. Nicht, dass mir Camtasia plötzlich abbricht. Sollte Camtasia plötzlich abbrechen, tut es mir leid. Aber das merkt man dann ja auch. Ups. Dann hätte das Video halt mal ausnahmsweise kein bewusstes, gesetztes Ende. So, das ging nur einmal, ne? Genau. Sonst wäre das ja hier... Huch! Sonst wäre das ja hier ewig die Münzenfarmmaschine. Das geht aber, wie gesagt, nur einmal. Gut, machen wir hier unten weiter. Am wichtigsten ist natürlich dieser blaue Münzenschalter da in der... in dem Nebellabyrinth, aber wir wollen kein Risiko eingehen, deswegen sammeln wir erstmal ein paar Münzen hier. Unter anderem natürlich auch die blauen Münzen, die uns die Augen geben. Das möchte ich doch ganz gerne tun. Damit wir notfalls auch ein paar blaue Münzen da unten auslassen können. Und uns nicht zu sehr darauf verlassen, weil ich denke, die waren ziemlich... verschachtelt vom Weg her, aber ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch einfach wieder total falsch in Erinnerung. So, dieses blaue Auge zu bekommen, ist leicht ungünstig. Deswegen, um das kümmere ich mich gar nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, die hätte ich aber gerne. Hallo. Danke. Na, zurück. So. Hops. Die blauen Münzen, ach, die blauen Münzen. Die roten Münzen da oben holen wir uns jetzt mal... holen wir uns jetzt mal nicht. Weil diese 8 Münzen da... Ich denke, darauf... auf die kann man noch gerade so gut verzichten. So, aber das Auge da hinten möchte ich noch haben. Na, jetzt... Mann. Da haben wir schon mal eine ganz gute Basis. Und stopp. Augi. Na, oh Gott, lassen wir das Auge da oben sein. Da falle ich nur runter, das ist nix. Gucken wir mal, was wir hier haben. Da haben wir erstmal hier 5 Münzen. So. Na, würdest du bitte runtergehen? Danke. Dann haben wir hier 2 Münzen. Und dann sammeln wir erstmal die anderen Sachen ein. Bevor wir den hier drücken. Die geben keine Münzen. Waren da Münzen in dem Gang? Ja. Eine. Jeweils. Noch eine. Und da oben waren... Na, nee. Die
Die Münzen im Gitter sammle ich ganz bestimmt nicht ein. Da falle ich nur runter. Nee. Das tue ich nicht. So, ich hätte ganz gern wieder eine Kappe. Wenn es nicht zu viel verlangt ist. War hier nicht irgendwo... Irgendwo hier war doch da. Da war eine Kappe. Hopp, geht die Post. Hier war jetzt irgendwo so ein Kreis mit Fle... Oh, erstmal dich. Du gibst 2 Münzen. Vielen Dank dafür. Aber hier waren Münzen drin. Ja. Gar nicht mal wenige. Die lohnen sich ja richtig. Zack. Gut, da oben waren keine Münzen, das weiß ich. Alles klar. So weit, so gut. Dann war hier unser mein Münzenkreis. Gar nicht wahr, da ist gar kein Münzenkreis. Naja, aber ganz viele Fledermäuse. Ich dachte, hier waren Münzen. Habe ich mich vorhin wieder verguckt. Naja. Wo ist jetzt diese andere Fledermaus? Komm her, dich will ich, bevor ich mir die Kappe hole. Ach, daneben nicht. Bevor ich hier noch drauf gehe. Ach, da bist du auf einmal wieder. Ja, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Oh, das war ganz schön knapp. Komm her jetzt. So. So, ist hier noch... Da ist noch einer. Den kümmern wir uns auch erstmal noch kurz. Da ist noch einer. So, haben wir dann jetzt hier alles? Sieht ganz danach aus. Da sind wir wieder am Anfang, ne? Genau. Gut, dann geht's jetzt um die blauen Münzen. Wie viel gibt's denn hier? Ich hoffe mal so an die 30 wären ganz cool. Also nicht 30 blaue Münzen, sondern halt 30 normale Münzen. In welche Richtung muss ich denn... Oh. In welche Richtung muss ich denn da... Das war falsch. Nein, wo sind die? Hä, fail? Nein! Jetzt sind sie weg. Okay, wo immer sie waren, ich hab sie nicht. Mist. Das war natürlich jetzt ganz schlecht. Krieg ich jetzt überhaupt noch die Münzen zusammen? Ja. Das müsste ich jetzt wissen. Oh Gott. Krieg ich 50 Münzen noch zusammen ohne die blauen Münzen? So viele sind hier nicht mehr. Wie viele blaue Münzen kriege ich da unten? Scheiße. Die machen wir das nächste Mal als erstes. Das war blöd. Und ich sage bewusst das nächste Mal, weil ich gehe jetzt hier raus. Und beende das. Das war Fail mit den 100 Münzen. Aber mein Gott. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss.